Ich rufe den Tagesordnungspunkt 5, die erste Lesung des Gesetzentwurfs Fraktion CDU und Bündnis 90 die Grünen, Gesetz zur Änderung der hessischen Bauordnung auf. Das ist die Drucksache 19/1645/20. Und als erstes hat sich Herr Kasseckert gemeldet, um den Gesetzentwurf einzubringen. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte den Gesetzentwurf von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN zur Änderung der Hessischen Bauordnung einbringen. Und ich will mich auf die zwei wesentlichen Punkte beschränken, die dieser Gesetzentwurf vorsieht. Wir haben vor, glaube ich, zwei Jahren etwa die HBO sehr grundlegend geändert und haben im Zusammenhang mit der HBO-Änderung auch ein umfangreiches Anhörungsverfahren hier im Plenum sogar durchgeführt. Und ein Thema dabei war seinerzeit das serielle Bauen, Typengenehmigung in dem Zusammenhang. Und nach aller Abwägung und nach dem Bericht aus der Praxis haben wir seinerzeit noch nicht die Möglichkeit des seriellen Bauens in die HBO aufgenommen. Und das wollen wir hiermit nachholen. Wir alle haben das Ziel, wie Sie wissen, dass wir insbesondere in den angespannten Wohnungsmärkten möglichst schnell Wohnungen zur Verfügung stellen wollen. Nicht nur im Ballungsraum, sondern auch darüber hinaus soll es die Gelegenheit geben, schnelles, kostengünstiges Bauen durch modulare, serielle Bauweise zu ermöglichen. Das ergänzt die Instrumente, die die HBO heute schon mit vereinfachten Verfahren vorsieht. Deshalb wollen wir, wie gesagt, mit unserem Änderungsentwurf möglichst schnell die Ideen aufgreifen, die seinerzeit vorgebracht wurden, und das serielle Bauen in die HBO aufnehmen. Der zweite Punkt, und auch hier, glaube ich, kann man relativ schnell und deutlich sagen, um was es geht. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, in der Regierungserklärung am gestrigen Nachmittag haben wir gehört, wo die Reise hingeht, was das Thema Digitalisierung betrifft, was die Anwendungen oder Anforderungen der Digitalisierung sind. Und jeder von uns in Bezug auf den Teil Mobilfunk kann wahrscheinlich aus seinem Bereich berichten, mindestens aber auf dem Weg vom Wahlkreis nach Wiesbaden, wo an welcher Stelle das Telefongespräch eben zusammenbricht, weil die Mobilfunkabdeckung Erbenheim, ja, da haben Sie ein schlechtes, da haben Sie einen schlechten Anbieter, das geht bei mir eigentlich ganz gut. Aber ich kann Ihnen sagen, von Hanau bis Wiesbaden trifft es auch an vier Stellen zu, dass Vodafone an der Stelle mir auch das Gespräch verwehrt. Absolut. Aber Spaß beiseite. Wir wissen und erkennen natürlich die Notwendigkeit, dass gerade die Mobilfunkabdeckung im Zeitalter der Digitalisierung ein wichtiger Punkt ist. Und dazu braucht es eben ein engmaschiges Netz von Mobilfunkstandorten. Und letzten Endes ist es auch abhängig davon, wie die Vorgaben sind, die Anforderungen an diesen Standort. Und die wollen wir im Grunde vereinfachen. Wir wollen auf die Höhe, die heute notwendige Höhe von 15 Metern erhöhen. Und wir wollen den Abstand insbesondere im Außenbereich oder nur im Außenbereich auf 0,2 zurücknehmen. Das ist ein deutlicher Beitrag zu dem Ziel, das wir anstreben, schneller in der Digitalisierung, zumindest in der Mobilfunkdigitalisierung unterwegs zu sein. Das sind die zwei wesentlichen Punkte dieses Gesetzentwurfs. Noch ein paar Kleinigkeiten, die wir redaktionell geändert haben. Und wir würden uns freuen, wenn wir möglichst schnell mit einer breiten Zustimmung des Hauses dieses Gesetz ändern können. Vielen Dank. Danke, Herr Kasseckert. Für die SPD-Fraktion hat sich Frau Barth gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Kasseckert, es sind keine zwei Jahre her, sondern es war erst Mitte letzten Jahres, dass wir die HBO sehr umfänglich beraten haben. Wir hatten auch, Sie haben daran erinnert, einen ganzen Tag lang eine sehr ausführliche Anhörung mit 48 Stellungnahmen hier im Plenarsaal. Bauen sollte schneller, einfacher und günstiger werden. Dies war der Anspruch. Die SPD hat damals einen größeren Änderungskatalog vorgelegt, da wir der Meinung waren, dass die vorgelegte Novelle diesem Anspruch nicht gerecht wurde. Sie wissen es, ausnahmslos alle Änderungsanträge der SPD wurden damals abgelehnt.
eine einfachere Definition, was ein Dachgeschoss ist, ohne Festlegung von Neigungen, um Dachaufstockung zu erleichtern, abgelehnt. Kürzung und Vereinfachung der langen Liste von Sonderbauten, abgelehnt. Nutzungsöffnungen von Garagen auch für Fahrräder, abgelehnt. Mehr Spielraum bei Gebäuden für neue Wohnformen, abgelehnt. Verbesserte Fristensetzungen für Baugenehmigungsverfahren, abgelehnt. Regelungen für Abstellräume bei kleineren Mehrfamilienhäusern, abgelehnt. Und Einführung von Typenbaugenehmigungen, die Sie jetzt doch fordern, damals abgelehnt. Bis zu 25% der Baukosten können durch serielles Bauen laut Meinung von Fachverbänden eingespart werden. Und das Thema hat in den letzten 2 Jahren an Fahrt aufgenommen. Nur wir in Hessen sind wegen Ihnen die letzten 2 Jahre noch mit angezogener Handbremse gefahren. Und vor allem auch § 54 zur Barrierefreiheit, wo uns die Neuordnung Ihrer hessischen Bauordnung sogar eine Verschlechterung für behinderte Menschen beschert hat, sodass wir nun eine Petition des VdK vorliegen haben, die von 25.000 Menschen unterschrieben wurde. Auch das wollte die SPD damals schon ändern, aber Sie haben alles abgelehnt. Der VdK hat heute übrigens eine Presse versandt, in der er Sie, meine Damen und Herren von der Koalition, auffordert, gerade den Punkt Barrierefreiheit unbedingt jetzt zu novellieren. Doch Sie wollen heute nur die Typenbaugenehmigungen mit aufnehmen. An sich natürlich eine gute und richtige Entscheidung, die wir ja auch deshalb vor 1,5 Jahren schon gefordert haben. Und dann noch die Höhe von Mobilfunkmasten. Meine Damen und Herren, wenn Sie immer nur einzelne Details novellieren, anstelle den gesamten Änderungsbedarf zu erfassen, haben wir bald jedes Jahr eine neue Bauordnungsnovelle. Abgesehen davon, dass das vom Gesetzgebungsverfahren für alle ein unglaublicher Zeitverschleiß ist, warum wagen Sie nicht endlich den großen Wurf? Warum machen Sie nicht endlich eine Novelle, die diesen Namen verdient hat, anstelle ständig Mini-Novellen zu produzieren? Was im Übrigen auch für diejenigen, die täglich mit der Bauordnung arbeiten müssen, wirklich eine Zumutung ist. Das kreative Moment der Koalition, Sie müssen ja wirklich fieberhaft nach etwas Eigenem gesucht haben, sind nun also die Höhe der Mobilfunkmasten. Bisher 10 Meter genehmigungsfrei, nun sollen es 15 Meter werden. Grundsätzlich ist natürlich diese Idee richtig, denn unsere Mobilfunkdichte, Herr Kasseckert, Sie hatten es auch erwähnt, ist wirklich noch ausbaufähig. Auch ja, das ist unser digitalpolitischer Sprecher, der hier laut klatscht. Auch wenn wir gestern die erste Regierungserklärung unserer nicht mehr ganz so neuen Digitalministerin, Frau Dr. Sinemus, gehört haben, nach der Hessen ja angeblich ein digitales Schlaraffenland ist. Wir hoffen allerdings auch, dass Sie den zweiten wichtigen Schritt gleich mitdenken, wenn es um Kampagnen geht, um die Akzeptanz für solche Maßnahmen zu verbessern, und zwar proaktiv, nicht erst, wenn sich eine Bürgerinitiative gegründet hat, sondern um schon vorher aufzuklären und vor allem auch, um Ängste zu nehmen. In diesem Bereich, meine Damen und Herren, müssen wir wirklich dringend mehr investieren, wenn wir unser Land voranbringen wollen. Wir sehen also der Anhörung mit Interesse entgegen. Einige der Anzuhörenden, wie die Arbeitsgemeinschaft der Wohnungs- und Immobilienverbände Hessens, AWI Hessen, werden zwar etwas verwundert sein, weil sie vor 1,5 Jahren schon einmal dieselben Argumente pro Typenbaugenehmigung vorgebracht haben und damals bei Ihnen kein Gehör gefunden haben. Wir fanden das damals sinnvoll und werden es heute jetzt natürlich wieder sinnvoll werden. Es wäre nur wünschenswert, jetzt nicht jeden einzelnen Punkt der HBO
in einer eigenen Novelle zu beraten. Wie gesagt, bei der Barrierefreiheit ist wirklich ein gravierender Fehler passiert. Und auch andere Punkte wie bessere Genehmigungsfristen oder auch wann man zusätzliche Abstellräume für Mehrfamilienhäuser braucht, sollten wir ändern. Meine Damen und Herren, es gibt wirklich noch viel zu tun, bis Bauen in Hessen wirklich schneller, einfacher und günstiger wird. Schade, dass Sie sich zu dieser Erkenntnis nur in Trippelschritten durchringen können. Vielen Dank. Danke, Frau Barth. Für Bündnis 90 Die Grünen hat sich Frau Förster-Heldmann gemeldet. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich habe mir fest vorgenommen, ich werde keine 5 Minuten brauchen. Und heute geht es um die Erleichterung einmal des Mobilfunkgesetzes und zum anderen die Einführung einer Typengenehmigung. Jetzt haben wir ja gestern schon, zumindest haben einige männliche Redner versucht zu suggerieren, Mobilfunkmasten bauen sich quasi von alleine. Wir machen heute die HBO-Änderung, damit es leichter passiert. Sie erinnern sich vielleicht an die Debatte gestern. Und, ich will aber eins jetzt noch einmal sagen, Frau Barth, wenn man das so kleinteilig angeht, wie Sie das eben gerade beispielhaft vorgeführt haben, dann bekommt man nicht den großen Wurf in der HBO hin. Es ist nämlich genau das, diese Kleinteiligkeit, die wir vorgeführt bekommen haben, ist die, die wir eigentlich genau nicht brauchen. Und ich habe auch noch eine sehr gute und sehr genaue Erinnerung an die Änderung der HBO vor etwa 1,5 Jahren. Und habe mir auch noch einmal die letzte Debatte im Sommer, Herr Lenders, Sie werden sich daran erinnern, angeschaut. Und, da haben Sie sich schon einmal darüber beschwert, dass Ihr Fragenkatalog oder Ihre Anregungen nicht ausreichend gewürdigt worden sind, nicht vom Minister persönlich. Nein, der Minister hat Fachpersonal extra wegen Ihnen hergebracht, hat es mit Ihnen und uns noch einmal neuerlich diskutiert, um wirklich bis in die Tiefe der Sachdebatte hineinzugehen. Aber auch damit sind Sie nicht zufrieden. Und weil Sie da schon nicht zufrieden sind, müssen Sie es jetzt noch einmal ein drittes Mal bringen. Gut, irgendwie kann da etwas nicht stimmen. Vielleicht sollten Sie das noch einmal überdenken, ob Ihre Fragen vielleicht auch nicht richtig sind. Also, und damit wir die Typengenehmigung möglichst schnell in die Umsetzung bringen, ist es eben jetzt ein Fraktionsgesetz mit diesen beiden Punkten. Das ist nicht der versprochene, das ist nicht das, um eine große HBO-Änderung hinzukriegen, sondern es sind zwei Punkte, die schnell umgesetzt werden müssen. Der Mobilfunknetz, das haben wir eben schon und gestern ausführlich besprochen. Das andere ist die Typengenehmigung. Da haben wir im Sommer über das FDP-Gesetz schon lange diskutiert. Und da hat der Minister bereits angekündigt, dass er in Absprache mit der Allianz für Wohnen eine neuerliche HBO-Novellierung einbringen möchte, in die Diskussion einbringen muss. Und genau darüber reden wir heute. Und Schnelligkeit bei diesem Thema eben auch zu berücksichtigen. Ich glaube, dass wir eine ganze Menge Möglichkeiten haben mit der Typengenehmigung, einfach darum, weil heutzutage Zeit auch Geld ist. Es geht um eine Vereinfachung der Genehmigung eben für die Typen. Und es wird auf jeden Fall eine Vereinfachung der HBO sein, weil die Typen, die in den anderen Ländern bereits eine Zulassung haben, werden auch in Hessen eine Zulassung haben. Das heißt, wir haben von vornherein eine Potenzierung der Typen, die zulässig sind. Im Übrigen ist es nichts Neues. Die Nassauische Heim, Sie wissen es vielleicht, macht ihre Aufbauten, Erhöhungen ihrer Wohnhäuser bereits jetzt in der Modulbauweise. Es gibt viele andere Beispiele dafür auch. Und dabei geht es hauptsächlich bei dieser Novellierung auch um Zeiten, die verkürzt werden können in den Genehmigungsphasen. Und Zeit bedeutet im Bau eben auch Geld. Und genau das bietet eine große Chance für den Wohnungsbau, genau für den Mietwohnungsbau.
Aber nicht nur dieses, sondern jetzt komme ich mal ein bisschen mehr zu der Freiheit in dem modularen Bauen. Findet nicht nur das statt, was wir sozusagen im Augenblick in unseren Vorstellungen drin haben, sondern da sind sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten vorhanden. Wenn wir mal zum Beispiel in die Niederlande gucken, die haben vorbildlich schon viele große Ideen zu modularem Bauen nicht nur gehabt, sondern auch in die Umsetzung gebracht. Das bedeutet für mich schon auch noch einmal frische Luft für Städtebau und frische Luft für schnelles Bauen an sich. Und im Übrigen glaube ich, dass wir da noch eine ganze Menge dazulernen müssen und die Typengenehmigung, so wie sie jetzt in der Novelle vereinbart ist, wird ein erster Weg dahin sein. Und ich freue mich, weil es vor allen Dingen auch eine ganze Menge Chancen für neue oder beziehungsweise für alte Baumaterialien gibt, die eine lange Tradition haben. Und wir alle wissen, dass wir auf unsere Ressourcen achten müssen, dass wir auf unser Klima achten müssen. Und deswegen sind eben Zement und Stahl irgendwie auch Materialien, die wir sehr nachdenklich auch einsetzen müssen. Wir müssen uns Neuem zuwenden, und diese Novelle ist der erste Schritt dazu. Vielen Dank. Vielen Dank. Kollegin Barth hat sich zu einer Kurzintervention rechtzeitig gemeldet. Ich suche sie gerade. Die ist ja ganz vorne schon. Sie sind dran. Ja, schön. Ja, das ist schön, dass ich gleich wieder dran bin, weil Frau Förster-Heldmann, ich wollte auf Sie erwidern. Vielleicht können Sie ja diesmal meine Fragen beantworten, auch wenn Sie das nicht immer machen. Was hat sich denn bitte konkret in den letzten anderthalb Jahren geändert, wo wir ja schon den Antrag hatten mit den Typenbaugenehmigungen, zu jetzt? Was konkret hat sich geändert, dass Sie das damals als oder heute als damalige Kleinteiligkeit bezeichnen. Und heute ist es ja, doch wert, ein Fraktionsgesetz einzubringen. Und wenn Sie dann schon antworten, können Sie mir vielleicht auch sagen, welchen meiner Vorschläge Sie als kleinteilig empfinden. Ist zum Beispiel für Sie auch der § 54, das Thema Barrierefreiheit. Gehört das für Sie auch zu den kleinteiligen Dingen, wo man jetzt besser nicht herumschrauben sollte? Wie lange wollen Sie das noch liegen lassen? Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Wenn Sie antworten möchten, dürfen Sie antworten. Wenn Sie nicht antworten möchten, müssen Sie nicht antworten. Gut, okay. Es ist von dem Recht von Ihnen nicht Gebrauch gemacht worden. Alles okay. Bevor wir weiter in der Rednerliste gehen, möchte ich unseren langjährigen Altpräsidenten und Landtagskollegen Horst Klee auf der Tribüne begrüßen. Gude! Für die AfD hat sich der Kollege Schulz gemeldet, und der ist jetzt auch dran. Verehrtes Präsidium, verehrte Damen und Herren, in Ihrem Antrag sprechen Sie das serielle und modulare Bauen an. Durch eine Typengenehmigung soll das serielle und modulare Bauen dazu beitragen, dass schneller, effektiver und kosteneffizienter Wohnraum für Hessen geschaffen werden kann. Die Einführung der Typengenehmigung ist zu begrüßen und ist ein großer Schritt in Richtung Bürokratieabbau. Der zweite Teil Ihres Antrags bezüglich der genehmigungsfreien Höhe der Sendemasten kann aus unserer Sicht nicht ohne eine ausführliche und kompetente Behandlung in dem zuständigen Ausschuss zugestimmt werden. In Ihrem Antrag genannten Änderungen bezüglich Höhe und Abstand haben massive Auswirkungen auf das Umfeld der Sendemasten. Deswegen verdienen diese, es als eigener Punkt mit sachkundiger Begleitung behandelt werden. Aus diesem Grund beantrage ich die Verweisung in den Ausschuss für eine gründliche Beratung zu diesem Punkt. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege. Als Nächster für die FDP-Fraktion ist Herr Lenders an der Reihe. Und er kommt auch zum Pult. Ja, okay. Dann haben Sie auch das Wort, Herr Kollege. Das ging jetzt schnell. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Da waren wir jetzt kaum drauf gefasst. Dann will ich mich aber auch gleich in die Bütt werfen. Frau Barth, Sie haben gefragt, was sich denn zwischen den letzten anderthalb bzw. zwei Jahren geändert hat. Ich kann Ihnen die Frage nicht für die Landesregierung oder für die GRÜNEN und auch nicht für die CDU beantworten. Aber auch wir als Freie Demokraten waren seinerzeit noch am Überlegen, ob das serielle Bauen wirklich das hält, was es verspricht. Und wir haben uns dann auch länger damit beschäftigt und haben dieses Jahr selber einen Gesetzentwurf eingebracht zum seriellen Bauen, weil wir der Meinung sind, dass die Chancen größer sind als die Risiken. Die Risiken werden auch immer wieder skizziert. Ich glaube, dass man auch den Menschen, die vor Plattenbauten und dergleichen Angst haben, klar sagen muss, mit der heutigen Architektur, mit Baukultur, kann man so etwas auch gut in den Griff bekommen. Ich glaube sogar, dass man, wenn man sich ein bisschen an die Tradition der Architektur des Bauhauses anschließt, gibt es im seriellen Bauen so viele tolle Möglichkeiten und interessante Aspekte, dass es gut ist, Baukultur zu leben, Baukultur auch neu zu schaffen und trotzdem günstigen und preiswerten Wohnraum zu errichten, meine Damen und Herren. Frau Barth, was uns vor allen Dingen auch dazu getrieben hat, zu sagen, wir bringen jetzt doch einen Gesetzentwurf ein, war die Frage, ist es möglich, dass man so auch etwas länderübergreifend machen kann? Und dazu haben wir in unserem Gesetzentwurf Regelungen gefunden. Und ich bin, als ich den Gesetzentwurf jetzt der Fraktionen gelesen habe, ist mir vor allen Dingen in der Begründung sofort aufgefallen, dass auch dieser Entwurf auf jeden Fall auf diesen Aspekt stark abzielt. Unisono muss man sagen, irgendwie ist mir dieser Gesetzentwurf von beiden Fraktionen auch etwas bekannt vorgekommen, weil er in Teilen fast wortgleich ist zu dem, was die Freien Demokraten Anfang des Jahres eingebracht haben. Herr Al-Wazir, Sie haben mir Anfang des Jahres gesagt, wir hätten das irgendwo, ja, es hätte Vorbilder gegeben. Ich habe Ihnen damals gesagt, natürlich haben wir uns an die Musterbauordnung gehalten. Natürlich haben wir uns Anleihen in Schleswig-Holstein und in Hamburg gemacht. Das haben Sie jetzt auch gemacht. Uns haben Sie dafür ein bisschen belächelt. Ich tue das nicht. Ich sage sogar im Gegenteil, wenn wir so dicht dran sind, beide, mit beiden Gesetzentwürfen, habe ich auch überhaupt kein Problem, wenn wir uns nachher darauf verständigen können, dass der Gesetzentwurf von CDU und GRÜNEN der richtigere ist und dass wir den auch mittragen. Also ich glaube, so die Größe sollte man haben. Meine Damen und Herren, ich glaube, dass die Chancen im seriellen Bauen auch vor allen Dingen darin liegen, weil wir das, was die industrielle Vorfertigung anbelangt, überhaupt noch nicht so weit sind oder es überhaupt noch nicht ausgelotet haben, wie groß die Potenziale sind, um tatsächlich hier günstiger bauen zu können. Also von daher unisono, ich freue mich auf eine inhaltlich bestimmt spannende und interessante Anhörung zu dem ganzen Thema und will auch kurz auf den Aspekt eingehen, der ja auch noch mit aufgerufen worden ist, das sind die Erstellung der Mobilfunksender. Auch da werden Sie sicherlich unsere Unterstützung finden, wenn es darum geht, den Bereich wirklich zu entbürokratisieren, sodass wir schneller zum Bauen von Mobilfunkmasten kommen können. Etwas, was uns als Freie Demokraten ist, sondern ein bisschen beschäftigt, das müssen wir bei der Anhörung klären, warum im Außenbereich die 20 Meter nicht vorgesehen sind in Ihrem Gesetzentwurf. Ich glaube, das wäre noch eine gute Alternative. Das sind dann aber Details, in denen man sich dann auch mit Sicherheit in der Anhörung auch noch einmal im Einzelnen beschäftigen kann. Aber die Grundausrichtung findet auch da unsere Zustimmung. Warum haben wir am Anfang des Jahres zugestimmt, nicht unser Gesetz alleine beraten zu lassen und nicht alleine eine Anhörung zu machen? Weil die Kollegen auf mich zugekommen sind und haben gesagt, jawohl, wir planen selber eine eigene Gesetzesinitiative. Wir haben gesagt, dann warten wir, dann machen wir gemeinsam eine Anhörung. Aber auch ich hatte, wie die Frau Barth, dann ein bisschen den Eindruck,
dass es ein bisschen mehr wird, was von Grünen und von CDU uns hier vorgelegt wird. Wenn wir an die Evaluierung einer hessischen Bauordnung gehen, hätte ich persönlich auch erwartet, das war meine Grundüberzeugung, da kommt jetzt mehr, vor allen Dingen zum Thema Bürokratieabbau, Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung oder der Kostensenkung. Da ist dann leider bisher von beiden Fraktionen recht wenig ausgegangen. Das könnte man ja noch nachsteuern. Und ich will auch ein Thema aufgreifen, was mich jetzt die letzten Monate auch sehr beschäftigt hat. Das ist die Frage barrierefreies Bauen. Meine Damen und Herren, in der letzten Änderung der hessischen Bauordnung muss man eins sagen, also die Verbände, als sie angehört worden sind, das ist auch mir nicht im Sakko hängen geblieben, das, was dort vorgetragen worden ist. Und wenn man sich da etwas stärker mal mit beschäftigt, stellt man fest, das Hauptargument, barrierefreies Bauen würde es so viel teurer machen, hält einer echten Überprüfung nicht stand. Es hält einer Überprüfung nicht stand. Im Neubau reden wir von Mehrkosten von 1,5 bis 5%, meine Damen und Herren. Das ist in der modernen Bauart und Weise, sollten wir wirklich darüber nachdenken, ob barrierefreies Wohnen nicht für jedermann irgendwann in Frage kommen kann. Und das hat nichts mit dem Alter zu tun. Das kann ein Autounfall sein. Das kann eine Schwerbeschädigung sein, von der Sie gar nichts gewusst haben. Meine Damen und Herren, es gibt mittlerweile wirklich Standards, die so einfach sind umzusetzen, die Menschen mit Behinderung es so einfach machen würden, in ihrer Wohnung zu bleiben bzw. eine neue Wohnung zu haben, dass wir uns ernsthaft mit diesem Thema auch auseinandersetzen sollten. Das finde ich sehr, sehr schade, wenn wir diese Chance nicht ergreifen würden. Aber trotzdem, ich freue mich auf die Beratung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Lenders. Nunmehr hat sich noch Herr Schalauske gemeldet. Nicht nunmehr, er hat sich noch gemeldet und er ist nunmehr dran. Herr Präsident, sehr freundlich. Herr Präsident, meine Damen und Herren, es ist ja völlig richtig, das diskutieren wir hier auch des Öfteren. Ballungsraum Rhein-Main in Hessens größeren und mittleren Städten brauchen wir schnell mehr bezahlbaren Wohnraum. Wir brauchen aber auch mehr barrierefreien und ökologischen Standards entsprechenden Wohnraum. Es ist ja aktuell auch nicht so, als würde gar nicht gebaut werden. Privatinvestoren auf der Suche nach Rendite, die investieren gerne in sogenanntes Betongold. Hochpreisige Eigentums- und Luxuswohnungen werden noch und nöcher errichtet, während bezahlbare Wohnungen häufig vernachlässigt werden, weil man mit ihnen eben nicht so gut Kasse machen kann. Jetzt wollen Sie, also CDU und Grüne, den Mangel an bezahlbarem Wohnraum nun mit Hilfe von seriellen und modularen Bauen Abhilfe schaffen und haben einen entsprechenden Gesetzentwurf zur Änderung der hessischen Bauordnung hier eingebracht. Und zu diesem Aspekt Ihres Gesetzentwurfs, er enthält ja zwei, möchte ich heute sprechen. Im Zentrum steht, darauf haben die Vorredner schon hingewiesen, die Einführung einer Typengenehmigung, um einmalige Genehmigungen für Gebäude, Gebäudesysteme, Bauteile, die dann in gleicher oder ähnlicher Ausführung mehrfach errichtet werden oder verbaut werden können, zu ermöglichen. Und das Interessante ist, CDU und Grüne liegen damit auf einer Linie mit der FDP, im Unterschied zur vergangenen Legislatur, das haben Sie ja schon angesprochen, wo da hat man das zum Teil noch anders gesehen, auf einer Linie mit der FDP, die dieses Thema ja bereits im Sommer hier auf die Tagesordnung in dieser Legislatur im Landtag gesetzt hatte. Ich hatte schon damals, ich gebe zu, etwas ketzerisch die FDP gefragt, ob das Ansinnen nach mehr modularem und seriellem Bauen für liberale Freigeister nicht ein bisschen zu viel Planungssozialismus und Gleichmacherei sei. Ich gebe zu, es ist ein bisschen ketzerisch. Aus der gleichen Perspektive könnte ich jetzt aber auch CDU und Grüne fragen, warum sie sich mit dem seriellen und modularen Bauen ein Bau- und Architekturkonzept zu eigen machen, was bisher gedanklich eher im Westen mit dem sozialdemokratischen und im Osten mit dem realsozialistischen Wohnungsbau der 1970er Jahre verbunden war. Das heißt also, auf die Bauten des neuen Frankfurts
auf die Bauten des neuen Frankfurts, der im 20. Jahrhundert, der in den 20er Jahren, hatte ich ja schon hingewiesen. Also man könnte ein bisschen zugespitzt formulieren, CDU und Grüne entdecken ihre späte Liebe zur Platte, eine überraschende, aber durchaus interessante Erkenntnis dieser Debatte. Auch mit Blick, wie wir hier sonst so diskutieren. Aber jetzt zurück zu dem Gesetzentwurf. Wir werden das serielle und das modulare Bauen, Chancen und Schwierigkeiten ja auch mit Hilfe einer Anhörung von vielen Seiten beleuchten. Für uns ist aber eines von vornherein sehr wichtig. Es darf keine Kompromisse geben bei Sicherheit, Brandschutz, bei sozialökologischer Erneuerung, also Ökologie und Energie. Und es darf vor allem keine Kompromisse in Sachen Barrierefreiheit geben. Es ist auf die Petition der VdK ja hingewiesen worden. Es ist darauf hingewiesen worden, dass ein Abbau von Barrieren allen Menschen nutzen darf. Also die Ermöglichung von seriellem Bauen, die darf diese Punkte nicht behindern. Im Gegenteil, sie müsste sie eigentlich befördern. Modulares, serielles Bauen. Darüber kann man diskutieren, aber eines ist klar, es ist kein Allheilmittel im Kampf für mehr bezahlbaren Wohnraum. Weil das Mantra Bauen, Bauen, Bauen alleine das Problem nicht lösen wird, wir brauchen, um Mieterinnen und Mieter wirksam zu schützen, bezahlbaren Wohnraum für breite Teile der Bevölkerung zu gewährleisten, eben eine breite Palette an wirksamen Maßnahmen. Wir brauchen einen massiven Ausbau des sozialen Wohnungsbaus, insbesondere durch öffentliche Wohnungsbaugesellschaften. Hier müssen wir leider konstatieren, dass trotz aller Lippenbekenntnisse der Landesregierung zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus immer noch deutlich mehr Wohnungen aus der Bindung fallen, als neue gebaut werden. Deswegen brauchen wir eine Offensive für den sozialen Wohnungsbau und den Bau von mindestens 10.000 Sozialwohnungen im Jahr. Zweitens. Angesichts der Dramatik von Mietpreissteigerungen und Wohnungsmangel brauchen wir auch Maßnahmen, um bezahlbare Mieten im Bestand zu sichern. Hier dürfen aber, wie die Debatten hier im Landtag zeigen, Mieterinnen und Mieter eben nicht auf die schwarz-grüne Landesregierung hoffen. CDU und GRÜNE haben ein Gesetz gegen Leerstand und Zweckentfremdung abgelehnt, und auch die Forderung nach einem Mietendeckel stößt bei Ihnen auf taube Ohren. Wenn CDU und GRÜNE einen Beitrag für mehr bezahlbaren Wohnraum leisten wollen, dann ändern Sie doch hier endlich Ihre Haltung. Drittens. Ein Grund, warum die Zahl der Baugenehmigungen bundesweit sinkt, das hängt auch an der Spekulation mit Grund und Boden, mit astronomischen Preisen für Bauland, die niemand bezahlen kann. Wer dafür sorgen will, dass wieder mehr gebaut wird, der muss Spekulationsgewinne vom Bauland kräftig besteuern, der muss den Verkauf von öffentlichem Grund und Boden an Meistbietende unterbinden und Überlegungen anstellen, wie Grund und Boden in öffentlichem Eigentum wieder vermehrt werden kann. Andere Perspektiven hat der Hauptverband der Bauindustrie. Der trommelt für Bauen, Bauen, Bauen. Der fordert auch serielles und modulares Bauen, Neubau mit der Parole Bauen statt Enteignen. Das ist die Antwort der Bauindustrie auf eine stärker werdende Mieterinnenbewegung, die nicht länger durch steigende Mieten zugunsten von Kapitaleinkommen enteignet werden wollen. Ich finde, nicht Bauen statt Enteignen ist die Losung unserer Zeit, sondern die Losung ist sozial bauen, sozial deckeln und wo nötig auch vergesellschaften. Das sind kluge Konzepte für die Zukunft, um soziales Wohnen zu gewährleisten. Das Interessante dabei, das sehen die GRÜNEN in Hessen zwar anders, weil sie wollen sich ja mit den Playern nicht verderben, in Berlin und im Bund, da sind die GRÜNEN aber schon weiter. Und wie heißt es dann in einem Beschluss zum Bundesparteitag? Ich zitiere abschließend, wenn Eigentümer von Bauland keine Wohnungen errichten, kann in letzter Konsequenz eine Enteignung gegen Entschädigung stehen. Ich denke, dem ist nichts hinzuzufügen. Herr Schalauske, vielen herzlichen Dank. Jetzt hat sich noch einmal die Kollegin Förster-Heldmann gemeldet. Sie hat laut Stoppuhr 1 Minute und 59 Sekunden. Also wir geben da noch ein bisschen 2 Sekunden drauf. Sie haben das Wort. Gar nicht notwendig, Herr Präsident. Also noch einmal ganz kurz zur Barrierefreiheit. Ich glaube, dass wir da eine ganze Menge nacharbeiten müssen. Ich möchte meine verehrten Kolleginnen und Kollegen aber darauf hinweisen, wie war die Debatte bei der Großen Anhörung. Es war einerseits, na klar, die Forderung der Verbände, wir müssen da mehr machen. Und es war andererseits der Aufschrei derer, die das umsetzen sollten. Nein, um Gottes Willen. Und
Ja, also wir haben das alle noch ganz gut im Ohr. Und, Herr Lenders, auch an mir ist es nicht einfach so vorübergegangen, obwohl ich vermutlich mich in der Vergangenheit mit dem Thema mehr auseinandergesetzt habe. Vermutlich will ich damit sagen. Aber ich gebe Ihnen nur ein Beispiel. Die Tatsache, dass wir in der letzten HBO-Änderung umgesetzt haben, quasi, dass der Rollstuhl ohne Hindernis auf die Freifläche rollen kann. Allein die Tatsache hat eine unglaubliche Diskussion ausgelöst. Und was wir jetzt geschafft haben mit der letzten Veränderung, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und da bin ich eben nicht Ihrer Meinung. Ich glaube nicht, dass wir mit einem großen Wurf auf einmal die HBO ändern, sondern die Änderung der HBO muss sich an unseren Lebenswirklichkeiten entwickeln. Und deswegen ist es sozusagen ein Gesetz, das einerseits natürlich normiert ist und wo es einen Grundsatz von Richtigkeiten hat. Aber andererseits müssen wir auch immer und immer mit der gesellschaftlichen Entwicklung mitgehen. Und Herr Schalauske, Sie sind das beste Beispiel dafür, dass Ihnen zu seriellen und modularen Bauen nichts anderes als Plattenbauten einfallen. Genau das ist das, was wir nicht wollen. Und ich hatte gehofft, dass Sie meiner Rede wenigstens in Teilen zugehört haben. Weil mir ging es genau darum, dass wir mit dem modularen Bauen die neuen Möglichkeiten von neuen Materialien umsetzen können und neu aufsetzen und eben nicht auf diesen, wie Sie in Ihrer Rede, ich habe es mir noch einmal durchgelesen, im Sommer haben Sie von Marktmechanismen geredet. Und ich sage, wenn wir jetzt von Bauen reden, dann müssen wir die üblichen Mechanismen eben auch gewillt sein, die zu übergehen und neue Mechanismen einzusetzen, die entlang unseres Alltags auch eine Wirklichkeit von Leben dann darstellen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Der Präsident würde jetzt sagen, ich bin sehr liberal mit der Redezeit umgegangen, aber ich weiß, dass Ihr Parteifreund, der Minister, das jetzt wieder einspart. Sie haben das Wort, Herr Minister. Das war jetzt fies. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir wollen doch nicht den Präsidenten tadeln. Nein, 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 Gottes Willen. Es ist eine spannende Debatte, weil, ehrlich gesagt, ich manchmal gedacht habe, sind wir eigentlich noch beim Tagesordnungspunkt, weil wir reden über zwei Sachen. Wir reden über die Typengenehmigung in der Bauordnung und wir reden über die Frage Mobilfunkmasten. Und ich will das an dieser Stelle sagen. Ja, ich habe auch noch die Debatte vom vorletzten Mai im Kopf, als wir die letzte große HBO-Novelle gemacht haben, auch im Juni, als wir es debattiert haben. Aber ich glaube, wir sollten schon noch einmal über die beiden Punkte reden, um die es eigentlich geht. Und ich will ausdrücklich sagen, ich hätte es mich ja gar nicht getraut, Herr Kollege Schalauske, gewisse parteipolitische Vorgängerorganisationen anzusprechen. Aber jetzt sagen Sie, CDU und Grüne entdecken ihr Herz für die Platte. Und ich sage, und die Linke ist dagegen, wenn das der Erich wüsste. Also ich glaube, dass ich hätte es ja für mich gar nicht getraut anzusprechen, aber wenn Sie so anfangen, dann musste das jetzt einfach sein. Ich glaube, an einem Punkt sind wir uns aber alle einig. Ich glaube, hoffentlich alle einig. Wir benötigen dringend mehr Wohnungen. Das ist, glaube ich, Konsens. Und jetzt ist die spannende Frage, da sind wir auch noch alle wahrscheinlich in der Überschrift einig, dass wir glauben, dass der Wohnungsneubau schneller und günstiger auch werden muss oder zumindest nicht so schnell teurer werden darf. Ich bin ja schon ganz bescheiden geworden. So, jetzt an dieser Stelle muss ich aber sagen, der Hauptpreistreiber, das gehört zur Wahrheit dazu, da hat übrigens der Kollege Schalauske recht, der Hauptpreistreiber momentan im Ballungsraum ist vor allem Grund und Boden. Das ist einer der Punkte. Und deswegen, wenn wir jetzt schon hier so global reden, machen wir uns ja auch gerade im Ministerium so viel Gedanken, Stichwort großer Frankfurter Bogen, was wir dazu beitragen können, dass mehr Fläche in die Bebauung kommt,
ob im Innenbereich oder im Außenbereich, weil das ist am Ende momentan der Flaschenhals. Wenn Sie den Quadratmeter für 11, 12, 1300 € verkaufen, dann ist völlig klar, dass am Ende das, was obendrauf entsteht, nicht kostengünstig vermietet oder verkauft werden kann. Und deswegen gehört das natürlich auch dazu, zu dem Ganzen. Und an dieser Stelle übrigens, Herr Schalauske, das, was Sie aus dem Grünen Parteitagsbeschluss zitiert haben, das ist das Baugebot, das ist seit Jahrzehnten Bestandteil der bundesdeutschen Rechtsordnung, wird halt nur selten umgesetzt. Und ganz wichtig, was Sie gesagt haben, ganz wichtig, gegen Entschädigung, ja, weil das ist nämlich schon noch etwas anderes im Rechtsstaat, ja, gegen Entschädigung. Und wenn wir jetzt schon darüber reden, wenn man also wie beispielsweise in Berlin auf die Idee kommt, für 400 Millionen Wohnungen zu verkaufen, die jetzt 7 Milliarden wert sind, und die dann gegen Entschädigung enteignen zu wollen, dann hat man zumindest ein schlechtes Geschäft gemacht. Also an dieser Stelle, glaube ich, müssen wir über die Frage nachdenken, was kriegen wir hin, um den Wohnungsbau anzukurbeln. Und da können Typengenehmigungen, also serielles und modulares Bauen, einen Beitrag leisten. Sie können es leisten. Und ich will Ihnen sagen, Frau Kollegin Barth, Sie haben ja gefragt, warum haben wir das in der HBU-Novelle 2018 nicht gemacht? Das kann ich Ihnen sagen, weil wir damals eine mehr oder weniger isolierte, rein hessische Lösung gemacht hätten. Und der Unterschied jetzt, und das ist, Sie haben gefragt, was hat sich verändert? Ich kann Ihnen sagen, was sich verändert hat. Inzwischen ist es in der Musterbauordnung. Inzwischen ist es in der Musterbauordnung. Das heißt, die Bundesländer haben sich darauf geeinigt, dass sie das machen. Manche haben es jetzt schon umgesetzt, andere sind gerade dabei, wir jetzt auch. Und das ist genau der Punkt, Stichwort Verlässlichkeit an dieser Stelle. Alle rufen immer danach, macht nicht alles anders, je nachdem, ob ich eine Landesgrenze überschreite. Wenn Sie in der Bergstraße ein Architekt sind, da können Sie in jede Richtung 50 Meter gehen, da sind Sie grob gesagt in einem anderen Bundesland. Alle sagen, haltet euch bitte an die Musterbauordnung, damit wir wissen, woran wir sind. Genau das haben wir getan. Wir haben auf Bundesebene auch mit unserer Aktivität dafür gesorgt, dass die Musterbauordnung verändert worden ist, und setzen das jetzt um. Das genau hat sich verändert, Frau Kollegin Barth. Und noch einmal, auch da bitte nicht vergessen, das habe ich schon im Juni gesagt beim FDP-Gesetzentwurf, dass in Hessen ja ziemlich viele, eigentlich fast alle, jedenfalls bei denen, die keine Sonderbauten sind, fast alle Baugenehmigungen schon baugenehmigungsfrei sind, also freigestellt sind. Insofern werden wir hier nicht irgendetwas beschließen, wo auf einmal Wunderdinge geschehen, aber es kann einen Beitrag dazu leisten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen machen wir das. Und das bedeutet nicht nur, dass die Typengenehmigungen anderer Bundesländer dann ohne weiteren Verwaltungsakt hier in Hessen Wirkung entfalten, sondern es heißt auch, dass hessische Typengenehmigungen in vielen Bundesländern ebenfalls unmittelbar gelten. Und anders als die Freien Demokraten sind die Regierungsfraktionen der Auffassung, dass man nicht alles im Ministerium bündeln muss. Gleichzeitig sieht der Gesetzentwurf vor, dass man das vom RP Gießen bündelt. Das Regierungspräsidium Gießen ist schon heute die Genehmigungsstelle für fliegende Bauten. Also, die fliegen nicht, aber die können sehr schnell auf- und abgebaut werden. Und insofern ist der Vorschlag hier, das auch bei den Typengenehmigungen Zuständigkeiten zu machen. Und deswegen an dieser Stelle, das ist der Punkt, warum wir das ausdrücklich begrüßen, was da jetzt vorgeschlagen worden ist, und uns wahrscheinlich da auch vergleichsweise einig sind. Und Stichwort Plattenbau. Ich habe mir im letzten Sommer ein Beispiel in Idstein angeschaut, was sehr schnell aufgebaut worden ist und dem man zumindest von außen überhaupt nicht ansieht, dass dieses Haus quasi aus einzelnen Modulen aufeinander gestapelt worden ist. Deswegen kann ich Ihnen noch einmal sagen, bitte, das muss kein Plattenbau sein. Das kann man an dieser Stelle auch heutzutage ganz, ganz anders machen und übrigens auch mit anderen Werkstoffen machen. Ich glaube, an dieser Stelle ist auch klar, dass wir da alle Mittel nutzen sollten. Den zweiten Punkt, den will ich auch noch ansprechen, das ist die Frage des Mobilfunks. Im September 2018 hat die Landesregierung einen Pakt mit den Mobilfunkbetreibern geschlossen. In diesem Pakt haben wir uns verpflichtet, die Verwaltungs- und Genehmigungsverfahren für die Mobilfunkinfrastruktur, vor allem also für die Funkmasten, zu optimieren. Da sind jetzt drei Änderungen drin. Erstens
Am schlanksten ist ein Genehmigungsverfahren, wenn gar keines durchgeführt werden muss. Deswegen wird mehr freigestellt. Bis zu einer Höhe von 15 Metern wird es in Zukunft genehmigungsfrei sein können, wenn das hier eine Mehrheit findet. Und das Zweite ist eine Klarstellung, dass diese Höhe erst ab Dachaustritt gemessen wird. Auch da gab es in der Vergangenheit ein paar Unstimmigkeiten. Ich glaube, an dieser Stelle ist das auch klar. Im Gegenzug muss klar sein, dass die Standsicherheit gewährleistet ist. Ich glaube, da müssten wir uns auch alle einig sein. Und dann ist die Frage, Stichwort Außenbereich, was die Errichtung von Mobilfunkmasten erleichtert und auch wirtschaftlicher macht, das ist die einzuhaltende Abstandsfläche, die künftig nur noch 0,2 h betragen wird und nicht mehr 0,4 h. Das ist sozusagen statt 20% sozusagen nur noch 40%. Ich habe da die Frage des Kollegen Lenders nicht ganz verstanden, Stichwort Meter, aber das können wir dann ja jetzt nicht stellen. Können wir ja im Ausschuss klären. Genau, ich komme zum Schluss, Herr Präsident. Und deswegen glaube ich an dieser Stelle, dass wir da auf einem ganz guten Weg sind. Und dann gibt es ein paar Korrekturen. Und ich will das ausdrücklich sagen, Frau Kollegin Barth, letzter Punkt, Herr Präsident. Natürlich gilt das für die HBO weiter. Nach der Novelle ist vor der Novelle. Das war übrigens immer schon so, und das wird wahrscheinlich auch immer so sein. Ich glaube allerdings, was die Barrierefreiheit angeht, müssen Sie einen Punkt nennen. Wenn Barrierefreiheit genannt wird, dann sagen immer alle erst einmal ja. Die spannende Frage ist, was meinen Sie damit? Meinen Sie Stufenfreiheit? Meinen Sie Rollstuhlgerechtigkeit? Das sind nämlich riesige Unterschiede. Und gerade bei der Frage zu sagen, im eigentlichen Sinne der Barrierefreiheit, das bedeutet quasi für jeden, auch mag er noch so eingeschränkt sein, ohne jede fremde Hilfe, das heißt natürlich auch dann die entsprechenden Türbreiten, die entsprechenden Größen von Abstellkammern, Fluren, allem, was dazugehört. Und das heißt natürlich auch, dass man sich auch in jedem noch so kleinen Badezimmer sozusagen mit einem Elektrorollstuhl drehen können muss. Und dann kann ich Ihnen sagen an dieser Stelle, das sind teilweise Wohnungen, die wollen viele Menschen so nicht haben. Ich stelle das einfach fest. Und deswegen glaube ich an dieser Stelle, sozusagen Barrierefreiheit mit allem, was dazugehört, hat sehr unterschiedliche Ausprägungen. Und wenn wir dann, wenn wir irgendwann an die große Novelle wiedergehen, über diese Punkte reden, dann muss man da wirklich in die Tiefe gehen. Weil so einfach, wie manche es hier so sagen, so einfach ist es nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber ich glaube, dass an den Punkten, die hier im Gesetzentwurf geregelt sind, dass jedenfalls die meisten hier im Landtag dem zustimmen können. Und darauf freue ich mich. Vielen Dank. Ja, wir bedanken uns auch. Da mir keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, muss ich nicht damit motivieren, dass es ein bisschen Redezeit noch geben würde. Damit ist die Debatte zum Tagesordnungspunkt 5 abgeschlossen. Und mit Ihrer Zustimmung überweisen wir zur Vorbereitung der zweiten Lesung den Gesetzentwurf an den WVA. Widerspruch sehe ich nicht. Damit ist das so geschehen.